Also Beine sind in Ordnung, Arme sind in Ordnung. Wie ist es mit dem Brustbereich? Also man hat ja Ja, nicht gut, nur, man hat ja ja. nicht nur Wenn es die jetzt um die Rück. Tabuzone, also wenn es zur Ja. Ganzkörpermassage geht, dann ist einfach der allgemein bei der Massage immer der Begriff eine Handbreite vom Intimbereich entfernt. Okay. Darf gearbeitet werden. Ne? Und da ich an den Beinen meistens auch mit Unterarm arbeite, habe ich ja, wenn ich die Beine massiere, bin ich ja eh immer so. Das heißt, die eine Handbreite habe ich quasi schon vorgegeben, Ja. ne? Mit dem Unterarm, wo kein Knochen ist, quasi die Seite, arbeite ich eben den Oberschenkel entlang Ja. und verdecke eben so durch die Handbreite, weil ich dann ganz genau, wie weit kann ich gehen. Ne? Hier ist dann quasi meine Grenze. Okay. So habe ich für mich selbst den Sicherheitsabstand quasi gebaut und kann dann schön so arbeiten. Ja. Aber so wird es gehandhabt, in der Regel eine Handbreite von dem Intimbereich entfernt. Das geht natürlich nur für den unteren Part. Oben gibt es natürlich Massage, da hat man keine Wahl, da wird leicht berührt, wie bei der Lumi-Massage zum Beispiel, wenn ich diese lange Reise mache von den Beinen über zwischen den Brüsten Ja, entlang. ja. Da wird das eben vorher mit dem Gast besprochen, wenn er das okay gibt, dass man es leicht berühren darf. Ne? Also das heißt nicht dran rumkneten, ne? Weil ist halt immer schon ein schwieriges Thema. Ja. Man erwähnt es quasi, ne, dass halt eben eine leichte Berührung stattfinden wird. Und selbst dann schaue ich, dass ich nicht mit den Fingern berühre. Also wenn ich wirklich in den Bereich komme, mache ich immer die Hände, also die Finger nach oben, dass ich wirklich schon mit dem Handbein oder mit den Armen den Bereich berühre. Es ist einfach für die Frauen angenehmer, als wenn sie meinen Finger dabei spüren würden, weil da kommt immer ein bisschen der Unmut auf, ah, Ja. er hat mich jetzt quasi so berührt. Ja, Ne? ja, ja, Natürlich ja. können dann auch das größte Problem, denke ich, einfach, das sind diese Emotionen, dann quasi freigeben, weil es findet dann eine leichte Erregung statt. Das ist eben ganz normal und das ist eben dann den Gästen sehr unangenehm.